Meierhofer. Heute wird im Hacker gefeiert und Sie haben ja auch einiges zu feiern. Am Wochenende ein wunderschöner Sieg für die Löwen. Darf da heute auch mal ein bisschen getrunken werden? Ja, auf jeden Fall. Das war ein wunderschönes Spiel. Das war so, also für uns war das extrem wichtig. Es war für alle wichtig, war für die Mannschaft wichtig, war für alle, die nebendran stehen, wichtig. Für unsere Fans extrem wichtig. Darum dürfen wir heute, glaube ich, auch mal ausgelassen feiern. Drücken Sie heute auch mal ein Auge zu, wenn es einem was mehr wird? Auf jeden Fall. Und grundsätzlich momentan, sind Sie zufrieden, sind Sie glücklich, auch während der Wiesn jetzt ein bisschen rauszukommen? Ja gut, ich meine, ich rede ja schon seit längerem über den steinigen Weg, den wir gehen, den steinigen Weg der Veränderung, dass da nicht alles so funktioniert von Anfang an, das ist eigentlich auch klar. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es mit dem Ricardo Muniz nicht so funktioniert hat, aber letztendlich, glaube ich, sind wir nach wie vor auf einem sehr guten Weg. Darauf darf heute auch ruhig mal angestoßen werden. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Feiern. Vielen Dank.